Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Sigurins Mod Salsa. Ich bin gerade vom Essen wiedergekommen und bin dem voll in die Aufnahme reingerasselt. Also unmute ich mich und bin dann auch bei ihm in der Aufnahme. Also 3 zu 1, wir sind da. Okay, hab jetzt auch angefangen aufzunehmen. Sehr schön. Gut. Join Server. Ach, scheiß aber auch. Erstmal Redstone. Da. Das gute Stück, eine Redstone Clock. Right, jetzt brauche ich nochmal Cobble. Die hole ich mir mal ganz kurz irgendwo her. Wo am besten so, dass es nicht scheiße aussieht hier. Ah ja, ich wollte nochmal hier ein bisschen den Essence Crop gießen, damit wir so ein paar mehr Seeds rausbekommen. Boah, ich glaube auch, mein erstes Ziel ist wirklich erstmal so direkt auf den Taucheranzug, damit ich mal hier richtig tauchen gehen kann. Das Tauchen gehen? Ja. Du, weißt du was? Wieso? Ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Ich mach uns beide eine Taucherausrüstung und dann gehen wir mal hier das Korallenriff erkunden. Mach ich es damit wieder gut? Mal sehen. So. Dann scheiße, aber ich will jetzt nicht von. Na komm, ich reiß jetzt irgendwas von der Hütte mal hier weg. Hier, ich mach ganz kurz her. Gerade chronischen Cobblestone-Mangel hier. Was ist denn bei dir kaputt? Das weiß ich auch nicht. Aber ich will auch keine Hütte kaputt. Bitte von mir was abhaben, gib mir was Werbung vor, Miss Cobblestone. Nein, und du hörst dich voll dumpf an, wie schön. Bist du gerade das Mikrofon so am Mund so? Ja. Nein, bin ich nicht. Naja, wer weiß. So. Hallo. So, jetzt ein paar Erze geschmolzen schon mal. 204 Iron, Copper and Gold. So. Zombie mit kompletter Stahlrüstung und Zylinder. Cool, der hat sogar 2 Stahlteile gedroppt. So, ich bin jetzt mal bei mir so ein bisschen am Gießen, damit ich mal einen Samen bekomme. Aber der hat gut gemacht. Hä? Ja, natürlich kommt jetzt nichts raus. Das war jetzt mal sehr schlau. Also ich entschuldige schon mal vom Voraus, wenn man bei mir jetzt mich so ab und zu mal was trinken hört. Ich habe mir gerade eine Fasspause aufgemacht. Das funktioniert nicht mehr mit Redstone Clock, ne? In der Mitte zu sitzen und links und rechts jeweils eine Drain. Wieso? Das dürfen die doch nicht wissen. So. Was brauchen wir noch? Nur einen Ausguss. Ach ja. Du brauchst noch irgendwas zum Laufen, oder nicht? Wird schade eigentlich. Redstone Generator? Oder. So, jetzt lasse ich erstmal hier die Smashery automatisch durchlaufen, dass ich dann 1000 jetzt bastel. Weil man kann ja auch bald mal anfangen hier, ne? Und so, weißt du, was ich meine. Dafür brauche ich einen Lava-Generator. Ist das richtig? Was? Wir brauchen einen Lava-Generator. Du hattest ja in der letzten Aufnahme schon mal darauf angesprochen, dass du erstmal direkt auf Blood Magic und so gehen wirst, ne? Ja. Ich hab da mal bei mir mal gerade so den Mod aufgemacht, auf den ich mich jetzt mal schmeißen werde, und zwar ist das der Magical Crops Mod. Wer nicht weiß, was das ist, dass man kann sich über Magical Crops kann man hier und hier sieht, so ein paar Sachen anzüchten. Redstone kann man sich anzüchten, Lead, also man kann quasi über Magical Crops alle Erze, die du willst, anpflanzen und ja. Abbauen. Und Magical Crops. Warte, dann mal gucken, wovon er gerade redet. Das wäre das da. Oha. Ah ja, genau. Das ist Essence Ore, was ich da abgefriemelt habe, ne? Genau. Und dieser Essence, das ist so ziemlich das Wichtigste in dem ganzen Mod. Weil mit einem Diamanten oder einem Emerald in der Mitte und außenrum Essence, das kriegt man den Weak Infusion Stone, den man auch braucht, um die ersten Samen zu bekommen. Indem man jetzt halt so den Essence, das. Das ist der Weak Infusion Stone, die 6359. 6359 kenne ich nicht. Müsste aber eigentlich ein Stein kommen. Hast du den Mod aus oder? Nein, natürlich habe ich ihn nicht aus. Warte mal, ich muss hier einen. Nein, du bewirbst mich jetzt das nochmal. 6359 müsste das sein. 359, das ist der Weak Infusion Stone. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? So, jetzt haben wir hier diese Weak Essence. Weak Infusion Stone, machen wir was aus?
Das ist so ziemlich aus dem Weak Infusion Stone, kannst du dann Weak Essence machen mit der 4 Essence Dust. Kriegst du eine Weak Essence. Und die brauchst du dann halt schon, wenn du Kohle anpflanzen willst. Dann brauchst du halt 4 Weak Essenzen, einen Samen, einen normalen Minecraft Vanilla Samen und 4 Kohle. Dann kriegst du einmal Kohle. Ich hab auch einen Samen, Alter. Ja, ich wusste, dass jetzt das kommt. So. Nein. Das hat jetzt, glaube ich, jeder vorher gesehen. Ja, das war auch nicht so wirklich schwierig. So, gieß mal nochmal ein bisschen. Ich kann mein Lexikon ausbringen. Wörter, die man ihm gegenüber besser nicht verwenden sollte. Ja. Gibt sehr viele von. Mhm. Zum Beispiel groß. Ja, Lexikon. Groß darfst du das zum Beispiel auch gar nicht sagen. Genau, alles was zum Thema Größe ist. Oh ja. Ja, wenn man das. Ich will gerade von wegen, was ich denn jetzt hier. Ich wollte gerne auf den Blood Magic gehen, aber dafür brauche ich einen verfickten Diamanten, Alter. Geht nicht so schwierig. Ja, beschissenen Drecksdiamanten, so. Besser. Ja, ich werde mal gucken, dass ich jetzt einen Diamanten anschaffen. Normalerweise sollten sich hier die Essenzies vermehren, aber irgendwie merke ich auch nichts von. Habe ich da gerade Pech oder vermehren die sich wirklich nicht mehr? Meine haben sich schon ein bisschen vermehrt, aber halt nicht immer. Oh, okay. Also jedes sechste, siebte Mal kommt dann einer mehr raus. Oh. Also das ist erschwert, ja? Ja, also du kannst ja halt wirklich einen Samen machen und der verdoppelt sich selten. Der sagt das schon wieder so komisch. Ah, sorry. Das kam gerade. Ja. Ihr habt es gerade bei mir gesehen, da hat sich der Essence Seed verdoppelt. Ja. Und du kriegst auch manchmal, wenn du. Ich wollte gerade irgendwas machen und ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist sehr gut. Irgendwas mit Blood Magic. Du wolltest einen Diamanten farmen. Genau, Blood Magic Prima. Ich weiß nicht so, entweder bin ich gerade ein bisschen am Lecken oder. Aber ja. Da ich auch so ein bisschen Delay auf dem Server habe, schätze ich mal schon, dass ich am Lecken bin. Ja, du hast auch eine schlechte Verbindung im Gegensatz zu den anderen. Echt? Ja, ja. Oh ja. Ah. Ich sehe es. Ein 500er Ping. Brauchst du. Das ist nice. Hast das du Eisen mitgebracht? Du weißt du, was geil ist? Ich habe irgendwie alles bei mir geschlossen. Maria Gottes, ich wollte noch mal gucken, weil wie war das nochmal? Das nochmal, ne? Das da. Für den Lava und zwar wollte ich nämlich eine Portal Frame basteln. Blocker Eisen. Ich hab grad gedacht, du wolltest jetzt sagen, ich wollte meine Portal Gun craften. Ich brauche halt ich wollte gerne in die Mining World, wo die liebe Beschuldigung auch schon umtreibt. Was du holst? Und gelegentlich verreckt. Gelegentlich verreckt? Eigentlich tust du da? Reiß ich hier die eine Hütte ab, die sieht scheiße aus. Ja komm, ich kann das Holz gebrauchen und Co. Guck, hier noch ein Block auf Eisen rein und dann haben wir einen Lava-Generator und dann können wir den aufrüsten zu dem Redstone-Generator. Ja? Ich finde die Generator dann teilweise. Immer die Farben da aufhören oder brauchst du die? Was findest du? Also ich weiß nicht, die Generator. Also manche finde ich recht cool, aber manche finde ich echt nur noch bescheuert. Wo bist du gerade? Draußen? Schlafen gehen sollen wir gleich mal. Nee, bau ab. Bin on the way. I'm on the bed. Ja, man sieht, dass dein Ping doch leicht erhöht ist. Ja. Geh auch ins Bett. Aber es ist ein bisschen runtergegangen, aber ich habe echt keine Ahnung woher. Morgen. Guten Abend. La la la, la 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 la. Dang, dang. Dang, dang. Ich kreis die Hütte ab. Dang, 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 dang. Achso, ich habe auch den schon informiert, dass heute ist Sonntag. Und dass ich immer so ungefähr für eine Woche aufnehme. Mhm. Wegen der Abstimmung jetzt fürs Texture Pack. Okay. Dodge. Ja, ich weiß schon. Und du gesagt hast, du machst alles, was sie in die Kommentare schreiben. Ich wollte ihn nur noch mal dran erinnern. Sag ich nicht so, dieser scheiß Eisbucket-Challenge herausgefordert werde. Wer möchte
Das ist der Challenge Herausforderer. Hm. Bitte nicht. Kann man ja auch irgendwie machen. Ja. Aber ich habe ja echt so ein Gefühl, also ich habe schon von einem Kumpel erfahren, der wird bald wahrscheinlich zu einer Challenge herausgefordert und der hat dann sofort gesagt, dir ist schon klar, dass du dann sofort leiden musst. Ach, Flint, blöd Arsch. Oh ja, Flint dafür. Ach, vergesst die einfachsten Rezepte gerade hier, Flint, ey. So. Ja, wenn die immer erschwert sind, vergisst man manchmal die einfachen. Ja, das ist das Problem. Oh, ich brauche... davon ein paar mehr sogar, so ein Mist. Oh, sehr schön, jetzt schon 3 Coal Seeds bekommen. Ja? Also schon mal einen Coal Seed habe ich schon verdreifacht. 6, 8, 10 Portal Frames brauche ich. Ich fange gerade mal an, den Dungeon hier zu reparieren. Okay. Wieso? Ah. Ach, so Teile, wo irgendwie ganz geladen ist. Wenn irgendein Stückchen Wand fehlt oder Creeper explodiert sind beim Versuchen zu erobern. Ja, so geht das halt, ne? Ich muss mal ganz schön. So. Puste mal eine Runde. Ja. Papier. Ja, da das muss man so eine Tastenkombi machen, dass du schnell muten kannst, das Mikro. Ja, muss ich gleich nochmal machen. Wollte ich schon öfters darauf gewiesen. Bloß, ich vercheck das immer wieder. Zack, zack, zack. So. Da hab ich ein bisschen Cobblestone gefarmt. Cobblestone, wird sich süße bald ändern. Cobblestone Farming hier. Ja, es gibt Menschen, die farmen Cobblestone. Noch. Naja, ist ja nicht so, dass ich bei Mario T so circa das Ziel hatte, einen 8-fach Kompressor zu machen und was ist raus geworden? Einen zweiten. Ein was? Wir haben jetzt beim Mario T haben wir jetzt ohne Scheiß wirklich schon zweimal diesen verfickten 8-fach Kompressor da auch rausgehauen. Ja. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt hier 8 von dieser Essence of Coal gesammelt und wenn man die hier einmal so im Kreis anordnet, kriegen wir 12 Kohle raus. Ich muss sagen, das ist auch ein ziemlich gutes Verhältnis, oder? Da ist jetzt eine Mining Tool, right? Die ersten 6 hier schon mal. Man sieht, verbraucht sich das alles. Kann mit Ding ja auch noch. Gehen wir nochmal her da. Komm, einen noch durchbrennen. Komm. Noch einen noch. Zack. Ah, natürlich. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auch hier drinnen machen. So, haben wir jetzt 10 Stück. Jeder, der das sehen möchte. Bitteschön. Portal Frame. Wo setze ich mal das Portal für den Mining World hin? Also ich finde es bei mir im Garten würde das recht gut aussehen. Na, bei mir steht es auch mitten im Garten. Ja, es muss ja eh einer draußen stehen. Aber ich überlege gerade, wo ich das hinsetze. Das ist gerade so. Man stellt es ja einmal hin. Mhm. Ich reiß das nie wieder ab, solange es funktioniert. Leck. Ich werde das wahrscheinlich hier hinsetzen. Das heißt, hier, tack, tack. Zack. Kurze Frage: Hat es eigentlich irgendwas an den Samen verändert von den Vanilla-Teilen? Hast du da irgendwas verändert? Nö, nee, warum? Bei mir kommen richtig selten welche raus. So. Also, ich habe da teilweise richtig Pech. Gesetzt. Ich hab eine eigene Meinung. Da außen rum. Könnt ihr eigentlich noch verstöhnen, ne? Egal. Gehen wir in der Mitte. Bam! You trapped the portal, you have to sneak in it. Yes! So, pass mal auf, wenn wir jetzt hier durchgehen, passiert nichts. Wie ihr seht. Und zwar muss man Shift gedrückt halten und durchgehen. Mal so Tempo. Flop, 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 flop. So, ich werde jetzt mal ganz kurz hier die Mining Tool. Scheiße. Er spielt denn da gerade mit dem Headset rum? Entschuldigung. Ja, das war's. Ah.
So. So, kurz sortieren, ey, die Kisten sind voll. Volle Kisten hier. Tja. So. Eine Holztür habe ich noch. Ganz erzähl hier. Ich mach daraus jetzt mal noch ein paar Bricks. Und mit dem Mining Tool natürlich. So. Machen wir uns das Portal einmal komplett. So, bei mir ist einmal gerade der seltene Fall aufgetreten, dass man manchmal auch mal eine Weak Essence daraus bekommt. Aus den Samen. Ein Weed? Ja, ein Weed. Eine Weak Essence. Eine schwache Essenz. Er züchtet Weed im Garten. Ja. Und wir machen das Portal natürlich rund um Perfecto Mundo. Aua! Au! Ah! Busch hab ich gehauen. Du hast aber momentan echt auf mich abgesehen, ne, Vichu? Dort stammt. Kommst du auf sowas? Ich hab keine Ahnung. So, ich leg mal das Mining Tool da rein. Iron leg ich mal hier. Ne, ein Iron brauche ich nochmal zum Reparieren. Lalala. Ja, machen wir es mal so. Yep. Sneaky, sneaky, sneaky. Einmal hier, einmal da. Reparieren. Ja. Wunderbar. So, Muskete habe ich dabei. Backpack habe ich auch dabei. Ist da was drin? Nein. Gut. Einmal essen. Sehr schön. Ich bin jetzt mal am Schauen, dass ich. Bewegen wir uns doch. In der nächsten Aufnahme, genau. In der nächsten Aufnahme bewegen wir uns dann einfach mal durch das Portal und gucken mal, dass wir Diamanten finden können. Die Aufnahme ist schon vorbei. Ging ja richtig schnell. Sind ungefähr 16, 17 Minuten jetzt gerade. Oh. Da hat sich eigentlich jemand verspätet. Was kann ich denn dafür, dass ihr nicht warten könnt? Ja, hallo, ihr habt keine Zeit hier, ganz ne? Ganz viel. So, auf jeden Fall, wir danken euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ihr wisst ja, ne, abonnieren ist gratis und schmeckt gut. Ich mache mal ganz kurz nochmal so einen Applebaum hier. Setzen wir den gleich direkt hier hin. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir durch das Mining-Portal gehen. Bis dann, euer Silurin und Dosh und der Rest, Bibishu, der Sesh und der Böbi sagen auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.